So, weiter geht's mit Resident Evil. Wir sind immer noch im Speisesaal und ich liebe dieses Ticken von der Uhr, ich weiß auch nicht. So, und ich will erstmal ganz kurz, das habe ich beim letzten Mal nämlich aufgrund geringfügig veränderter Tatsachen glatt übersehen, will ich nochmal ganz kurz was holen, genau im überliegenden Raum. Zum Glück ist das Hündchen jetzt hier nicht mehr da, das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich hier durchjoggen. So, und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir gleich mal ins Obergeschoss gehen, auch wenn wir Barry gesagt haben, ja, wir bleiben im Untergeschoss, aber wir haben ja festgestellt, ist nicht so viel los. So, wo wir jetzt nochmal hier sind, sehen wir, da oben blinkt was und genau das wollen wir uns holen. Im Original Resident Evil stand hier eine Trittleiter rum. Das ist mir irgendwie völlig abgegangen, weiß ich auch nicht. Und jetzt ist es halt was anderes. Jetzt steht halt hier die Kommode rum, dann müssen wir die als kleine Ersatztrittleiter nehmen, um da oben ranzukommen. Ja, ist mir irgendwie beim letzten Mal durch die Lappen gegangen. Was soll's? Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass man auf das Ding draufsteigen kann, um ehrlich zu sein. So, da ist eine Karte vom Erdgeschoss der Villa. Die nehmen wir natürlich gerne mit und haben gleich eingezeichnet, welche Türen offen sind, welche verschlossen sind und ja, wo wir noch überall hingehen können, ne? Hier sehen wir schon, auf der Seite gibt es im Erdgeschoss erstmal nichts, wo wir dann laufen können. Auch auf der anderen Seite sieht es ein bisschen dürftig aus und die Schreibmaschine ist auch eingezeichnet. Traumhaft. Gut, damit können wir uns aufmachen ins Obergeschoss, ansonsten gibt es hier nicht mehr allzu viel zu tun. Und ich bin mal gespannt, ob wir oben ein bisschen mehr Erfolg haben. Bisher haben wir ja noch nicht so viel erreicht, wir müssen unbedingt mal einen Schlüssel in die Finger kriegen. So, auf nach oben. Ich finde es übrigens total toll, dass Jill so ein unglaublich junges Gesicht hier hat. Das ist irgendwie total merkwürdig auch, weil man im Originalspiel von Resident Evil natürlich ihr Gesicht nicht so gut sieht. Ist ja auch ziemlich... Ruhig bleiben draußen, ruhig bleiben. Ist ja noch ziemlich verpixelt und dann in den Folgeteilen, in denen sie wieder dann auftaucht, was ja, ich glaube, erst ab der 5 ist, ne? Ich glaube, in 2 bis 4 taucht sie gar nicht auf. Da sieht sie dann schon ein bisschen älter aus. Natürlich ist die Tür verschlossen. Ein Schwertsymbol, was sonst? Ich glaube, das Schwertsymbol haben wir bisher am meisten gehabt, ansonsten noch einmal Helm und einmal Rüstung oder so, ne? So, dann schauen wir halt mal hier lang. Willst du mich verarschen? Hier ist alles zu! Ich werde wahnsinnig. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Ich hätte mich auch gewundert, wenn sie noch feucht wäre. Gut, was haben wir hier drüben? Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Es ist gut erhalten und die abgebildeten Leute scheinen lebendig. Ja, so sahen sie auch aus. So, die ist von der anderen Seite verschlossen. Hm, das ist ein bisschen blöd. Wenn da oben auch zu ist, dann müssen wir nochmal hier drüben schauen, ob wir hier nicht irgendwie an den Schlüssel rankommen können. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Idee, wie. So, der Typ hier, du bist tot, oder? Monsieur? Ist das die Leiche von dem, den wir platt gemacht haben? Bleiben die liegen? Ist ja auch interessant. Gibt es hier eigentlich eine Tür? Man sieht das natürlich hier nicht so gut mit dem mit der festen Kamera, aber ich glaube nicht, oder? Hier, was ist das hier? Bloß ein Fenster. Achso, okay, also ist da wirklich nichts mehr. Gut, wir haben ein paar Gegenstände, ein Buntglasfenster, ja, das ist auch sehr wichtig. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Wir haben ein paar Gegenstände, die wir theoretisch mitnehmen könnten. So, die Tür war zu, glaube ich. Schwertsymbol, natürlich, was sonst? Als da wären, unten, dieses Holzemblem, hier in dem einen Gang, der Pfeil. Und natürlich der eine Schlüssel, den wir nicht nehmen können, weil wir getötet werden, wenn wir das tun. Oh, hier liegt was, oder? Ach nee, doch nicht, ist bloß eine Scherbe. Gut, hier drüben haben wir den Pfeil, den ich gerade meinte. War hier zu. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich, was sonst? So, mit dem Pfeil weiß ich aber auch nichts anzustellen gerade, muss ich zugeben. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was man mit dem machen kann. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht nur aus der GameCube-Version ist. Also ich habe jetzt nochmal ein bisschen... Das heißt, mich informiert, aber nochmal ein bisschen das halt sacken lassen aus den ersten beiden Folgen. Und mir ist aufgefallen, oh hi. Mal kurz gucken, von der anderen Seite verschlossen, natürlich. So, oh halt, die Pflanze will ich doch gar nicht. Nein, wir lassen die erstmal hier. Und gehen dafür erstmal hier drüben lang. Ja, ich habe jetzt nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen aus der ersten Folge. Irgendwas hatte mich an dem Intro gestört und ich weiß jetzt auch wieder, was es war. Oh, hier sind wir. Nee, hier können wir ja nichts machen momentan. Ich weiß auch, was es war. Und zwar, im Original Resident Evil hebt Forrest, nee, nicht Forrest, Entschuldigung, hier Joseph Frost,
Der hebt eine Hand auf, an der die abgerissen ist vom restlichen Körper und an der eine Pistole hängt. In dem Video, das da als Intro kommt. Und das gab's hier nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Das hatte ich irgendwie vermisst. Ich wusste bloß nicht mehr genau, was es war, was ich vermisst habe. Und hatte ich eigentlich hier das mitgenommen? Ich glaube schon, ne? Ja. Da habe ich mich mal ein bisschen informiert, ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja die Gamecube-Version, wie gesagt, nicht gespielt habe. Und habe festgestellt, man hat was verändert in der Gamecube-Version. Auch inhaltlich, nicht bloß, dass irgendwas dazugekommen ist, sondern man hat auch teilweise Sachen abgeändert. Und das ist eine dieser Sachen. Hat der noch was? Leiche ihres Kameraden Kenneth. Ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Das ist wohl wahr. Und zwar ist eigentlich davon auszugehen... Bist du tot? Ich hoffe doch. Ist eigentlich davon auszugehen, dass... Ein Rüstungssymbol, natürlich. Dass der Pilot des Bravo-Teams derjenige war, dessen Hand Joseph gefunden hat im Original. Nur wurde danach noch Resident Evil Zero rausgebracht, in dem man Rebecca spielt. So, hier war auch zu, ne? Ja, wieder mal das Schwertsymbol. In dem man Rebecca spielt, die wir dann später noch kennenlernen werden. Und in diesem Resident Evil Zero trifft man auf den Piloten des Bravo-Teams, dessen Namen ich, weil er unwichtig ist, vergessen habe. Und deswegen mussten sie da irgendwas ändern. Und da haben sie sich einfach einfallen lassen, ja, wir führen noch einen ein, weil der Pilot des Bravo-Teams auch Kampfausbildung hat und man seine Kampfstärke mit benutzen wollte. Deswegen hat man einen Auswärtigen mitfliegen lassen. Komm, wir nehmen das mal mit. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Ja, und der wurde dann gefunden. Das war der, den wir durch die Kamera von Joseph gesehen haben, der da im Helikopter lag. Hatte mich ein bisschen gewundert, aber gut, was soll's. Wurde halt ein bisschen abgeändert. Damit ist auch klar, die Ausgangssituation ist, dass die GameCube-Version genommen wurde, um dann hier die Grafiken zu verbessern. Auch inhaltlich. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Ja, das ist insofern auch wichtig, wenn wir dann Schlüssel finden. Die heißen immer Herrenhausschlüssel und wir müssen sie dann einmal prüfen und genauer anschauen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassungen ganz abgenutzt. So. Hinten drauf ist nix. Ist ja auch bloß ein billiges Holzdingens. Symbol, keine besonderen Merkmale. Auch hinten drauf, keine besonderen Merkmale. Gut. Das heißt eigentlich nicht so gut, denn ich bin noch ein bisschen unschlüssig darüber, wo wir jetzt hin müssen. Ich denke, jetzt mal hier liegt eine Kiste rum. Ich weiß auch nicht. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gerannt, durch alle Anlagen durch, aber wirklich weitergekommen sind wir jetzt noch nicht, ne? Das ist schön, dass das Spiel gerade erst losgegangen ist und ich jetzt schon so ratlos bin. Aber mir ist noch was aufgefallen, fällt mir gerade ein, was ich gar nicht probiert hatte, weil es halt auch anders ist als im Original. Diese Tür gibt es bei Resident Evil im Original nicht. Was? Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Ich will es nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Das klang auf jeden Fall ungesund. Ich glaube nicht, dass die Frau Freude hatte. So, die hier drüben war zu. Natürlich. Helmsymbol. Genau, da war das Helmsymbol. Gehen wir nochmal durch die. Ich weiß, ich bewege mich gerade so ein bisschen im Kreis, ne? Aber momentan fehlt mir noch so ein bisschen der richtige Aufhänger. Schwertsymbol schon wieder. Ich krieg die Krise. Momentan fehlt mir noch so ein bisschen der richtige Aufhänger, um hier irgendwie weiterzukommen. Wo könnten wir denn ansetzen? Also wir haben oben den Schlüssel, natürlich. Den können wir aber nicht rausnehmen, weil wir sonst ein bisschen aufgespießt werden. Das ist natürlich schlecht, würde ich sagen. Das muss ja nicht sein. Wer will schon aufgespießt werden? Also vielleicht gibt es irgendwelche Leute mit besonderem Fetisch, irgendwelche kleinen Masochisten, die das mögen, die darauf stehen. Aber wahrscheinlich auch nicht auf die Art und Weise, an diesem mit Spikes gefütterten Schild da aufgepikst zu werden. So, mit der Uhr, werden die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Das klingt eigentlich, als ob es das mit dem Bild hier zu tun hätte. Denn hier haben wir ja zwei Ritter im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters, das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Aber in dem Bild können wir nichts machen. Ich bin auch der Meinung, dass wir, um hier weiterzukommen, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber hier gab es in der Nähe ein Klavierrätsel.
Ein Piano-Rätsel. Ich glaube, das war in einer der Türen in diesem Gang, aber die sind ja alle zu. Also das bringt uns auch nicht weiter. Da bin ich gerade ein bisschen ratlos. Ein bisschen ratlos. So, gucken wir vielleicht nochmal auf die Karte. AT. Was haben wir da? Wir haben hier erstmal zwei Türen, die beide zu sind. Drei Türen im Prinzip in dem Gang. Und die eine zum Dining Room, die andere in den Gang nebenan, der nach oben führt. Bringt uns nicht so viel momentan. Okay. Ist blöd, weil... Achso, warte mal, nochmal kurz drauf gucken. Auf der rechten Seite ist auch alles zu im Erdgeschoss. Also das bringt uns genauso wenig. Wir sind hier momentan... Wenn ich das gerade richtig sehe, habe ich hier einen Cursor? Nein. Schade. Wenn ich das gerade richtig sehe, ich gucke gerade rechts auf der Karte die Tür, die vom... von der Haupthalle abgeht. Das sieht eigentlich aus, als ob dort noch so ein kleines Extra-Kabuff wäre, oder? Kommt mir das nur so vor? Müssten wir da nochmal gucken gehen? Als ob da eine Öffnung wäre in der Tür. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Denn da hinten war ich jetzt nicht nochmal drin. Da hat man ja nicht allzu viel gefunden erstmal, denn dort ist uns nur der eine Zombie entgegengekommen, der uns auch so ein bisschen angeschmatzt hatte. Aber mehr gab es dort erstmal ja eigentlich nicht. Außer dem Dolch natürlich, den wir sofort verbraten haben. War ein bisschen ärgerlich. Ich habe aber auch schon, als ich mir jetzt mal die erste Folge bei anderen angesehen habe, gesehen, dass man denen doch ganz gut ausweichen kann, wenn man beherzt genug an ihnen vorbeigeht. Vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt, dass die Zombies bei mir einfach Bock hatten, ne? Vielleicht waren sie einfach scharf auf meine kleine Jill, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie die ja relativ schnell angefressen. Ich frage mich auch, wer hier jedes Mal wieder aufräumt. Ich weiß es nicht. Also ich bin's nicht. Ob die hier noch so einen extra Hausmeister haben, der einen trollen will? Ein düsteres Gemälde des Hauses. Halt, falsche Ecke. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte die Karte. Das ist aber die Stelle, die ich meinte. Also hier scheint es nicht durchzugehen. Auch wenn es so aussieht, als ob da ein Durchgang wäre. Oder? Nee, hier ist nichts. Nee. Nichts zu machen. Hier ist nur das Gemälde. Und hier hinten ist außer dem toten Zombie auch nichts, ne? Verschiedene Kunstmaterialien. Verschiedene Kunstmaterialien. Nein, hier ist nichts. Tja, das war eine sehr erfolglose Sache hier drüben. Was machen wir denn da? Ich weiß es doch nicht. Mensch, das Spiel geht gerade erst los und ich habe schon wieder keine Ahnung mehr. Das ist ja schrecklich. So, immerhin haben wir die Gegend von Gegnern befreit. Das ist doch auch ganz schön. Beweg dich mal nach oben. Wir gehen nochmal kurz... Moment, was ist hier? Nichts, oder? Hier ist eine Tür. Wirklich? Das ist eine Tür. Willst du mich verarschen? Das ist eine Tür. Ich werde nicht mehr. Okay. Ah, die ist aber äußerst leicht zu übersehen, muss ich mal sagen. Und das ist im Original auch nicht so. Okay, ich glaube, ich muss alles, was ich aus dem Original kenne, vergessen, wenn ich hier spielen will. Das ist ja alles anders. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich auf einem Friedhof rumkriechen sollten momentan. Oh, ich sehe gerade, hier liegt schon Schrotgewehrmunition, oder? Ja. Ich lasse die erstmal liegen, weil ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar. Das gefällt mir nicht so gut gerade. Wir wissen, dass die hier liegt. Ich hoffe bloß, hier kommen jetzt gleich keine Hunde oder sowas angesprungen. Das Grabmal mit dem Bild eines Engels. Oh, ich sehe schon. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Also müssen wir den Pfeil holen. Alles klar. So, ich fände es geil, mal eine Kiste zu finden. Kommen wir hier durch. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, natürlich. Ein zerbröckelnder Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Das ist äußerst freundlich dem Toten gegenüber, muss ich sagen. Aber gut, wir haben zumindest schon mal einen Anhaltspunkt gefunden, wo es hier weitergehen könnte. Mal ehrlich, wer macht in das Bild eine Tür rein? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist äußerst gemein. Die hätte ich echt fast übersehen. Na gut, dann bewegen wir uns mal kurz zur Pfeilspitze hin. Die ist ja hier gleich um die Ecke. Und sacken das Ding mal kurz ein. Gut, dass die Zombies überall liegen bleiben. Finde ich irgendwie angenehm. Ich meine, kann natürlich auch schlecht sein, weil das auch bedeuten kann... Mann, was die an Staub aufwirbelt.
Weil das natürlich auch bedeuten kann, dass man Zombies, die noch gar nicht ganz tot sind, dann als ganz tote ansieht. Aber gut, muss man halt abchecken, ne? So, falsch, hierhin wollte ich, genau. Geh mal rüber, Dankeschön, Jill. Und mal her mit dem goldenen Pfeil. Ich glaube, das sollte unser Weg sein. Da lang. Ja, mit der Tanksteuerung, das ist halt immer so ein bisschen derpig, wie man durch die Gegend läuft, ne? So ein bisschen Hirnsteuermäßig. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es ehrlich gesagt angenehmer. Und ich habe auch gesehen, bei Leuten, bei denen ich jetzt mal eine Folge geschaut habe von Resident Evil HD hier, die moderne Steuerung genommen haben, die haben auch bei den Bewegungen ein kleines bisschen Probleme gehabt. Durch die Kamerawechsel eben, durch die Perspektivwechsel mit der Kamera. Das ist ein bisschen ungünstig, weil man dann natürlich, wenn die Perspektive wechselt, auch wieder anders den Analogstick drücken muss. Ich kann immer einfach geradeaus halten, wenn ich Jill geradeaus schicken will. Ist also alles eine Sache der Vorlieben, würde ich sagen, aber ich finde es so irgendwie, das gehört auch für mich zu Resident Evil, diese Steuerung. So, hier haben wir den Pfeil, den wir einbringen müssen. Gut. Also verwenden. Mal schauen, was passiert. Passt so nicht in diese Einbuchtung. Okay. Müssen wir da noch irgendwas... Nein. Müssen wir da noch irgendwas dran prüfen? Vielleicht die Spitze? Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Ah, danke schön. Also nur die Pfeilspitze. Machst du das gleich automatisch? Nein, natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? So, rein damit.